Ja, Geisterspiel ist natürlich nicht schön für diesen Rahmen, aber generell für jedes Spiel nicht schön. Da werden gerne Zuschauer, aber die Situation ist ja hinlänglich bekannt, diskutiert und oft genug durchgekaut. Es ist, wie es ist. Wir müssen versuchen, das so anzunehmen, wie die Gegner genauso. Es wird trotzdem auch für uns ein wichtiges Spiel, natürlich nicht tabellarisch in der Champions League, aber es geht einfach auch darum, eben ein paar Ausfälle zu kompensieren und Spieler reinzubringen, die sich beweisen können. Das ist Punkt 1, der wichtig ist. Punkt 2 ist, dass wir natürlich auch ein gewisses Level und Rhythmus halten müssen für die Bundesliga. Bei Josh ist so, der wird morgen getestet und kommt dann auch im Normalfall raus. Macht er jetzt natürlich nach 4 Wochen, der war jetzt 4 Wochen nicht da, für morgen gar keinen Sinn. Da kann ja richtig was passieren, da müssen wir einfach aufpassen. Müssen wir selbst für Samstag dann mal genau überlegen und gucken. Der schadet natürlich mit seinen Hufen, das könnt ihr euch ja vorstellen, dass er mehr als gewillt ist, um schnellstmöglich wieder auf dem Acker zu stehen. Aber es muss trotzdem einfach in einem gewissen vernünftigen Rahmen sein, um seine Gesundheit nicht zu gefährden.